Achso, hallo. Hier habe ich jetzt ein Schweizer Gertel. Nennt sich das Gertel oder Gretel? Gertel, ja. Da steht, was ist was drauf? WI, wenn man es so rum nimmt. Wenn man es andersrum nimmt, IM. Weiß es nicht. Das ist schon recht alt. Also ich schätze mal, dass es über 100 Jahre alt ist. Schon. Das war also hier, war das, ja, man sagt, wie so ein Bad, ja, das war ziemlich breit gewesen vom Draufschlagen. Da hat wohl jemand als mit dem Hammer noch draufgeschlagen, um was zu spalten. Ich habe das dann ein bisschen geschmiedet, dass es, also kalt geschmiedet hatte ich das etwas und dann vielleicht ein bisschen verschliffen noch. Hier sieht man noch das, der Regner. Ich habe das praktisch auch ein bisschen teilrestauriert, also ohne dass ich jetzt groß was gemacht hätte. Dran, der Griff ist original, das ist noch alles original, die Beschläge. Der Griff ist wieder fest. Der war vorher auch locker gewesen. Das ist geschliffen, habe ich geschärft. Und zwar nehme ich das als zum, ja, für so Latten und so, zu Feuerholz, an Feuerholz draus klein zu hacken. Ist das ganz gut. Oder auch mal, ja, gut für im Garten. Brauche ich eigentlich weniger. Ja, mehr beim Holz machen. Ja, die, meine Mutter, die heizt ja auch immer noch mit Holz und Brikett. Ja, da braucht es auch ein bisschen Kleinholz, wenn man bedenkt, was so ein kleiner Sack an Zündholz kostet, bald 3 Euro. Ja, also da spart man schon einen Haufen Geld, wenn man so. Ich habe als Paletten, Einwegpaletten oder kaputte Europaletten, die kann ich mitnehmen im Betrieb und die säge ich mir klein und hack das dann klein und ja, das kann man gut zum Anzünden mal nehmen. Das habe ich auch im Schornsteinfeger schon gezeigt, der kam die Tage. Da hat er gesagt, ja, das ist in Ordnung, das ist trocken und alles. Ja, das war auch so etwas Kurioses mit dem Schornsteinfeger. Der war, ja, am Mittwoch kam der. Heute ist ja Freitag, noch Samstag. Ja, und ich hatte, weiß nicht, den ganzen Dienstag irgendwie dran gedacht, so, der Schornsteinfeger kommt. Und irgendwann wollte schon meine Mutter fragen, ob der irgendwie einen Termin gemacht hätte oder was. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, der Schornsteinfeger kommt. Dann Mittwoch früh hatte ich auch wieder so den Gedanken an den Schornsteinfeger. War gerade am Holz kleinsägen, diese Paletten. Plötzlich höre ich jemand rufen. Da war es tatsächlich der Schornsteinfeger im Hof gestanden und habe ihn dann reingelassen. Ja. Das ist so, manchmal habe ich so Visionen, kann man es ja fast schon sagen. Ja. Hatte auch schon Träume, Warträume und so. Ja, aber das kann ich hier nicht alles erzählen. Ich glaube, da will kein Schwein. Ja.
Also hier. Das geht ganz durch. Da steht dann noch mal Bier rum, bevor es kalt wird. Es ist eh kalt an der Brust. Ah.